away. What's the idea of spoiling the game? I was for funsies. Well, here's twosies. Oh, oh! Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Rings of Medusa. Wir haben unseren Eroberungsfeldzug sozusagen beendet und haben also alle Städte, Burgen erobert. Und ja, ich muss jetzt meine Aussagen ein bisschen revidieren, die ich am Anfang des Let's Plays getroffen hatte zu den Ringen und zu deren ja, Fundstellen. Es wird nämlich irgendwie nicht wirklich richtig erklärt. Ich hatte es auch im Handbuch nochmal geschaut. Wie oder wo diese Ringe jetzt im Einzelnen zu finden sind. Ich hatte ja gesagt, es gibt Ringe, die in einer Stadt, in einem Turm, bei einem Landkampf, bei einem Kampf auf Wasser und irgendwo auf den Inseln zu finden ist. Jetzt habe ich aber gesehen, dass... Was heißt gesehen? Ich hatte es mal ausprobiert, sagen wir mal so, dass diese Schatzkoordinaten eigentlich auch die Koordinaten sind, wo man Ringe finden kann. Jetzt, jetzt will ich hier das mal ausprobieren, sozusagen. Und werde mir also hier 500 Aufklärer mitnehmen. Und werde mir auch Maschinen mitnehmen. Vielleicht, ja, weiß ich gar nicht, vielleicht zwei oder so. Ich glaube, ich habe jetzt momentan, haben wir ja zwei Schatzkoordinaten. Oder vielleicht sogar drei schon. Müssten wir dann mal abgehen. Ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt mal tun. Und wir hatten hier einen Schatz. Da will ich jetzt gerade nicht rein. Ach, jetzt habe ich meine Aufklärer verloren, weil ich durch den Sumpf gelaufen bin. Da muss man auch aufpassen. Beim Sumpf, da gehen also auch die Einheiten drauf. Also nehme ich jetzt hier gerade aus dem Park nochmal Einheiten mit. So. Okay. Und wir hatten ja hier Koordinaten. Das war 0042 Süd. Da sehe ich hier ist offenbar auch noch Sumpf. Wieder welche verloren. Naja. Okay. Ja, und was haben wir dann hier noch? Zauberwald. Eieiei. Da geht's ja ab. Also gehe ich mal in die Stadt und hol mir da noch Aufklärer. Also Aufklärer, Menschen. Und wenn man es also im Handbuch nochmal genau liest, dann sind also diese Koordinaten, die man in den Tempel findet, nicht besonders... Ja, zielgenau, um es mal so zu sagen. Das kann also teilweise erheblich davon abweichen, wo dann der Schatz sein soll. Ich werde jetzt also hier mal schauen, der war bei 042 und 39,12. Da müssen wir noch ein ganzes Stück in die Richtung. Das heißt, da gehen wir erstmal hin jetzt hier. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob nicht auch bei diesen Räubern, die hier rumlaufen, da auch was zu finden ist. Also 39, was hatte ich? 39, 14. Und bei 0042 Süd. 0042 und 39, 14. So, da können wir jetzt mal suchen. Da werden wir in der Regel erstmal nichts finden.
Genau. Und jetzt kann man sich ja hier das mal anzeigen lassen. Koordinaten. Und ich werde jetzt einfach mal hier so in die Mitte gehen und werde da mal suchen. Manchmal hat man dann Glück und man bekommt dann eben eine Koordinate. Jetzt habe ich eben vergessen, die Maschinen zu kaufen. Und genau, da steht also jetzt, dass wir den Schatz bei 0042 und 3806 finden werden. Und ich gehe also hier mal in die Stadt und hole mir da eine Maschine. Ja, kann ich mal 3 Stück holen. Mal sehen. Und geh raus. Und wir gehen mal an diese Position, also 0042 und 3806. So, und dann machen wir das hier mit der Mine. Und wir haben einen Schatz gefunden, Wert 117.000. Okay, das war schon mal nicht die Koordinate für einen Ring. Jetzt haben wir hier noch Koordinaten bei 1451 Nord. Das ist also dann hier oben. Da müssen wir dann ein ganzes Stück hier rüber gehen wieder. Hätte ich vielleicht mal den als erstes nehmen sollen. Naja. Also. So. Was hatte ich jetzt gesagt? 1451 Nord und 1352. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen rüber. 1352 und 1451 Nord. Da werde ich halt auch suchen. Werde an der Stelle tendenziell nichts finden. Manchmal hat man Glück. Und er gibt einem dann gleich die Koordinate. So. Wenn wir jetzt hier wieder schauen, ja, dann könnte es halt sein, dass die richtige Koordinate hier so in der Mitte eben liegt. Okay, Schatz an 1506, 1312, 1506, 1312. Ja, oh Sir, wir haben einen Ring gefunden. Ja, und das ist also jetzt unser erster Ring. Jetzt bin ich, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob dieser Ring der einzige ist, den wir jetzt durch diese Schätze finden können. Das werden wir aber dann mal überprüfen, denke ich, indem wir die Städte dann abgehen und nochmal schauen, wo jetzt die Koordinaten waren. Und ich meine, es sind keine weiteren Schätze in diesem Land. Das heißt, in dieser Region haben wir den Schatz wohl gefunden. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Geld aufs Bankkonto geben, weil es ist mir jetzt ein bisschen zu unsicher, die ganze Zeit so viel damit umzutragen. So. Genau.
Das heißt, ich hatte zwei Koordinaten oder zwei Regionen sozusagen schon abgegrast. Das heißt, ich werde jetzt hier hinten nochmal schauen. Da laufen jetzt gerade ein bisschen viele Räuber rum. Und frag hier nochmal nach im Tempel. Und er hat mir noch eine Koordinate hier, die werde ich mal aufschreiben. Genau. Und dann sollte da noch eine Koordinate in der anderen Stadt weiter unten sein. Gerade nochmal überprüfen, ob ich das eben falsch aufgeschrieben habe. Da hat er nämlich jetzt von Ost gesprochen. Aber Ost gibt es doch hier eigentlich gar nicht, oder? Ja doch, es gibt schon Ost. Hier nochmal nachfragen, ob ich da hatte ich glaube ich West aufgeschrieben. Ja, das heißt 0750 Ost und das war auch Ost. Okay, dann werden wir den mal ausfindig machen. Also bei 1510 da oben halt irgendwo. Und 0457 Ost, 0457 und 1510. Wenn wir die Abfrage starten, weil es wird. Ich hatte es jetzt, glaube ich, in, wo war das, Amiga Joker? Oder irgendwo hatte ich es gelesen, es wird von zwei Ringen auf dem Festland immer gesprochen. Einen Ring haben wir jetzt. Hier waren jetzt mehrere Koordinaten. Ich nehme jetzt mal die Mitte. Und es könnte eben sein, dass der zweite Ring auch noch hier irgendwo in einem, bei einem Schatz ist. Oder da tatsächlich noch bei einer Armee. Bei den Städten war es ja jetzt nicht. Und hier haben wir eine Koordinate. 1603 Nord. Da gehen wir jetzt hin. 1603 0600. Und wir haben einen Schatz gefunden. Okay, das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Das heißt, wir haben für diese Region hier den Schatz gehoben. Und für die anderen beiden Koordinaten auch. Jetzt hatte ich da, glaube ich, eine Koordinate noch. Das muss ich nochmal überprüfen. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob ich die schon ausfindig gemacht hatte. Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch mal weiter runter. Da hatten wir ja diese Meldung bekommen, geh zum Schatzbild. Die hatte ich nicht verstanden. Deshalb werde ich erstmal hier unten noch die Abfrage machen, ob es hier auch noch im Tempel was gibt. Da gibt es nämlich keine Aussage.
So, und dann nehme ich nämlich hier den Weg über die Brücke. Und gehe mal hier unten diese Stätte ab. Hier gibt's auch nichts. Gehen wir hier hinten mal nachfragen. Da hätten wir wieder was. 1501 Süd. Okay. Ich brauche noch ein paar Aufklärer hier. Sind wieder einige abhanden gekommen. Und dann schauen wir gerade noch mal in die Kasse. Und ich glaube, ich hatte noch eine Maschine. Nee, ich habe keine Maschine mehr. Okay, dann kaufen wir hier nochmal drei Maschinen. Weiß gar nicht, ob die immer alle komplett aufgebraucht werden, wenn man dann Schatz sucht oder nur eine. So, dann sollte jetzt hier in der Stadt noch eine Information sein. Genau. Dann werden wir uns das mal anschauen. 1501 Süd. Das ist hier unten. 1501 Süd und 05. Wenn wir die dann alle haben, gut, dann könnte es eben wie gesagt sein, dass bei der Armee noch einer ist. Das werden wir dann noch überprüfen. Ist alles ein bisschen vage. Diese Aussagen. So, Schatz an 1437 Süd, 0730 Ost. Da sind jetzt wieder viele Armeen unterwegs. 1437, 07. Wir haben einen Schatz gefunden. Okay. Das heißt, wir haben diese Region auch. Jetzt gehe ich noch mal. Hier war ja nichts. Ach, hier war auch einer. Mhm. Der nächste Schatz. 08 58 Süd 21 27 West. So, das heißt, hier oben links in der Stadt sollte also dann auch noch eine Information sein. Thank you.
Genau. 07, 14, Süd, 22, 39, West, 06, 02, Süd, 20, 42, West. Okay, probieren wir da unser Glück. Das ist 808 55 58, das müsste hier sein, und 21, da müssen wir ein Stück weit rüber. Ui, da läuft gerade einer vorbei. 21 27. Ja, also jede Region hat dann hier so ihren Schatz, den man also finden kann. Wie gesagt, ob es dann ein Ring ist oder nicht, man weiß es nicht so genau. Eisen hat er gefunden, das ist ja schön. Das interessiert mich jetzt aber gerade nicht so wirklich. Eisenschatz. Okay. 07. 18. Süd. 21. 36. West. Okay. 07. 07. 18. 21, 36. Und wir haben einen Schatz gefunden. Okay, gut. Das heißt, auf in die nächste Region. Und diese Information, die findet man halt eben auch nur, wenn man, wie gesagt, dann auch Zutritt hat zu den Städten. Deshalb habe ich halt einfach gesagt, okay, ich erobere alle Städte, damit ich eben da auch Zugriff habe auf den Tempel, weil manche Städte, zum Beispiel die Medusa-Städte, lassen einen ja auch nicht rein. Hier haben wir zum Beispiel jetzt nichts. Das heißt, an diese Koordinate würde ich ja so dann auch gar nicht rankommen. Okay, hier haben wir eine Information, 1437 Süd und 3842 West. Das heißt, es müsste hier noch eine Koordinate sein oder in der anderen Stadt. Okay, 1345 Süd. 4106 West, 1306 Süd, 3838 West. Gut, dann haben wir 1437 Süd, das ist hier unten irgendwo. Und 38 ist hier drüben. Thank you.
Hoffe mal, dass das immer funktioniert mit der Taktik. Ich denke aber schon. Manchmal, wie gesagt, fehlen mir dann halt auch noch Rohstoffe. Die brauche ich jetzt gerade momentan jetzt nicht. Schatz, ja. 14, 18 Süd. Und wir haben einen Ring gefunden. Ja, also haben wir doch zwei Ringe auf dem Festland. Sehr schön. Das heißt, die Region haben wir dann auch. Und ich würde jetzt hier die Ringe mal in unserem Hauptquartier sozusagen einsetzen. Den Schatz haben wir anscheinend schon uns geholt. Jemand Palast. Ah, hier gibt es ordentlich Steuern. Sehr gut. Und ja, vielleicht gehen wir einfach hier drüben zur Seestadt. Also mit Hafen. Und werden da mal so unser hauptes Quartier beziehen. Weil jetzt muss ich ja auch zusehen, dass ich dann eben Schiffe baue. Das ist ja dann die nächste Aufgabe. Schiffe bauen und eben diese drei Inseln finden. Und ja, das werden wir dann halt auch tun. Jetzt ist die Frage, setze ich die Ringe hier ein oder machen wir das woanders? Also theoretisch müsste jetzt eben ein Ring beim Schiffskampf zu holen sein, also eine Seeschlacht. Dann hätten wir drei Ringe. Einer auf einer der drei Inseln, dann hätten wir vier Ringe. Und der fünfte, das ist dann die Frage, ob das dann noch eine Landarmee ist oder ob der wirklich noch in einer Stadt auf den Inseln dann wäre. Das, ja, das gilt es dann eben noch herauszufinden. Wir könnten, ja, ich denke, wir könnten die Ringe dann aber hier einsetzen. Das ist ja, glaube ich, relativ, also das ist ja jetzt nicht entscheidend. Das heißt, wir werden mal hier einen und hier den zweiten einsetzen. Und ja. Werden uns dann einfach auf die weitere Suche begeben. Momentan, was haben wir jetzt an Geld zur Verfügung? Da könnte man natürlich jetzt auch noch mal eine Armee aufbauen und dann dementsprechend gegen die Räuber vorgehen. Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, dass also ein Ring dann da noch bei den Räubern irgendwo zu finden ist. Das wäre vielleicht dann noch die Idee, die man verfolgen könnte. Wo bleibe ich denn hier? Ja, auch nicht so viel. Was gibt der Park her? Menschen hätten wir hier noch. Elfen, Zwerge. Ah, hier könnte man zum Beispiel dann noch eine Armee ausrüsten. Außer Halblingen ist hier eigentlich noch ziemlich viel vorhanden. Das heißt, hier wäre vielleicht dann doch ein ganz guter Ausgangspunkt nochmal für die Armee. Warte ich mal bis zum 1. Mai und dann werde ich das Ganze ausrüsten und dann könnte man da starten. Bis zum 1. Mai können wir jetzt hier nochmal warten. Und dann würde ich an der Stelle
erstmal wieder einen Break machen. Bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wollt genauso wissen wie ich, wie es also hier bei Rings of Medusa weitergeht. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gern den Kanal unterstützen, indem er ein Abo dalässt. Ansonsten sehen wir uns dann, so hoffe ich, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.